Manche Kunden berichten uns von dem Fehler. Sie haben ja 6 Pfeile geladen bei der Tactical oder bei der Compact und spannen dann die Armbrust auf. So. Na, und dann passiert das hier, dass der Deckel automatisch aufgeht. Also sie haben wirklich eingerastet, sie haben zugemacht und dann spannt man auf und dann passiert das hier. Dafür gibt es eine Lösung. Also, schauen wir es uns mal an. Schuld ist dieses kleine Ding hier. Übrigens, hallihallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Dieses Ding ist einerseits ein Deckel, eine Feder, um das Deckel, um den Magazindeckel zu halten. Und auf der anderen Seite ist es sozusagen das Notvisier. Ja, Kimme und Korn. Ne? Und man kann da ungefähr so durchschauen, ist alles gut. Und meistens liegt der Fehler darin, entweder ist das abbrochen, es passiert ganz selten. Aber dann siehst du es eh. Aber es ist meistens so, dass diese Feder nicht weit genug nach vor geht. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, alles im ungespannten Zustand bitte. Bitte aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Wir hatten einen Kunden, der es in den Fuß geschossen hat. Aber das ist nicht gut, wenn du die Armbrust manipulierst und gespannt hast mit einem Pfeil. Also da muss man aufpassen. Aber du nimmst dann eine Zange und drückst das hier sanft nach vor. Ja? Das ist richtig, das ist elastisch natürlich, logischerweise. Das heißt, da, aber nicht jetzt so nach vorne, sondern nach dem Motto, pass auf, ich bin urstark. Und knicken und knacken und das abbrochen, sondern schön sanft nach vorziehen. So, dann einmal wieder Deckel hernehmen. So, gut. Du kannst auch beim zugemachten Deckel hier jetzt noch einmal ein bisschen nach vorbiegen. So, und jetzt. Hat das Ganze gut funktioniert. Das heißt, dieser Fehler ist in dieser Art und Weise behoben. Irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dazu werde ich jetzt ganz einfach Indoor entladen. Ich mache jetzt den hier, damit wenn der die Sehne aus irgendeinem Grund losgehen wird, die Spannkrallen einmal Energie wegnehmen, damit der Pfeil nicht so ausfährt. Dann werde ich hier oben aufmachen und das Ganze umdrehen, die Pfeile rausbolzen lassen. Und jetzt fühle ich mich schon wieder viel wohler. Aber diesen Fehler kann man natürlich nur nachstellen, ja, wenn Pfeile eingeklickt sind, denn sonst passiert ja nichts. Ja, das ist jetzt dieser Punkt. Und es kommt auch immer wieder die Frage, obwohl ich das in anderen Videos schon oft hergezeigt habe, wie man die Armbrust entspannt. Man kann das entweder entspannen über den Schaft, den habe ich jetzt hier nicht, oder du kannst auch hier, wenn du dich traust, reingreifen und das nach vorziehen. Übrigens, das geht bei der Stinger, aber das macht das nicht mit dem Pro-Wurfarm, da traue ich mich das zum Beispiel gar nicht, macht das auch nicht mit Alligator oder so, das traue ich mich auch nicht so richtig, und besonders mit stärkeren Armbrüsten bitte niemals irgendwo die Hand da reingeben, das kann schief gehen, aber bitte das Pistolenarmbrust passt das gut. Ich glaube, das sind alle Fragen. Wenn du Fragen hast, stell sie uns gerne an shop@überlebenskunst.at und vielleicht gibt es dann auch für dich hier ein Video. Ich sag's dir, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinen Shop, du kannst das Ding kaufen und alles sowieso und überhaupt. Und Waldo Labaté, Waldo Labaté! Wir haben eigene Bogenschießplätze und du kannst auch bei den Camps mit Armbrust und Bogen schießen. Auf Ziele, die wir da zur Verfügung stellen. Ich glaube, das war's jetzt. Daumen nach oben oder nach unten. Gerne einen Kommentar, sowieso und überhaupt, den Reini Rossmann und ciao, ciao.